So, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ausgabe Nummer 4. Vier? Ja, vier. 4, ja. Ja, hallo auch von mir. So, pünktlich am Montag. Also, wenn wir ihn heute noch hochladen. Also, wir werden ihn heute noch hochladen, oder? Ja. Ich gehe davon Unser aus. Plan ist so auf, glaube ich, 21 Uhr. Eigentlich war unser Plan auf 20 Uhr, ist mein Plan, aber ich hätte jetzt keinen Nerv mehr für. Ja, das ist fein. Sind wir uns da ja einig. Also, ich fange ganz vorne an. Diese Woche war, was war alles letzte Woche? Am 15. waren wir auf der Ja, Veranstaltung von da den war was. Linken. Ja. Ja, 15 war. Die Hartz-IV-Diskussion. Genau. Oh, Jesus. Darf ich das sagen? Oh, Jesus. Ja, du musst alles sagen. Reißt mir da niemand den Kopf ab? Nee, ich reiß dir den Kopf nicht mehr ab. Ich gucke gerade, Du ob. doch nicht. Nee, ich sowieso nicht. Also, ich gucke gerade. Das war jetzt natürlich die falsche Dingens, aber wenn ich mich nicht irre. Steht da, ist unsere eigene Meinung, eigene unprofessionelle Meinung, prima, perfekt. Schön. Sehr schön. So ein Disclaimer ist doch immer was Gutes. Ja, ist blöd, dass du es machen musst, wenn ich ehrlich bin. Super blöd, dass ich das machen muss, aber ist halt so. Also, kommen wir auf den Link zurück. Wir waren bei der Diskussionsveranstaltung der Linken zum Thema Hartz IV überwinden, glaube ich, war das Thema. Ja. 5 Leute der Veranstaltung waren die Sandra Schlenzog. Boah, ab jetzt wird's schwierig. Der Lukas Bimmerle. Habe ich. Warte mal. Ich habe da vorhin die halbe Zeit drin gearbeitet. Und müsste, wer zumindest zu Wort kam, auf jeden Fall haben. Ja. Der Okay. Perifet, falls ich den jetzt richtig ausgesprochen habe, Roland Sauer von der Landesarmutkonferenz in Baden-Württemberg und den Sebastian Becker. Von den Linken hier in Karlsruhe. Genau, diese 5 waren da und die haben jetzt miteinander geredet, würde ich sagen, weil Diskussion war es nicht, weil sie sich Ja, es war definitiv keine Diskussionsrunde, in dachte so. den großen Punkten doch sehr einig waren, weil es Ja, auch. da fällt man eine oppositive Seite einladen müssen, aber wer macht das freiwillig? Das Problem ist, also wenn da jemand am Tisch sitzt, der davon betroffen ist, eine Seite einzuladen, die davon betroffen ist, ist halt eine eklige Sache. So. Also das heißt, später bei dem Abend war dann ein Abend bei der, nee, am nächsten Tag war ein Abend bei der Maischberge, wo es auch darum ging. Das hast du auch da gemerkt. Der Christian Lindner ist ja kein so großer Fan von, also der findet Sanktionen nicht falsch. Aber selbst der hatte Probleme, da dagegen zu argumentieren, weil es einfach, es ist schwierig, gegen jemanden zu argumentieren, der damit Erfahrungen gemacht hat, die du ihm halt nicht absprechen kannst. Du kannst dich nicht schön sagen, das stimmt nicht, weil das ist halt legitim das Frechste, was du machen kannst. So, und das fängt natürlich bei so Diskussionen an. Also, und es ist klar, du musst mit den Leuten diskutieren, du musst mit Hartz IV Betroffenen selbst diskutieren und nicht mit jemandem, der kein Hartz IV bezieht. Das ist schwierig in dem Moment. Ja, von daher das so viel dazu. Es war keine schlechte Veranstaltung. Ich bin allerdings immer noch am Transkripieren. Ich weiß es nicht, wie man es nennt. Transkriptieren oder so. Ich weiß, ich versuche den Großteil der Beschreibung abzuschreiben und der Veranstaltung abzuschreiben, damit man das in schriftlicher Form nachlesen kann, schön, und einen Artikel dazu zu schreiben. Ich kam aber nicht dazu. Entschuldige mich. Das bringt uns auch zum nächsten Punkt, falls du nicht noch irgendwas zu der Veranstaltung sagen möchtest. Nö, das war, weiß nicht. Oh, jetzt yes, hat eigentlich alles gesagt. Genau, ich bin heute Morgen seit 8 Uhr wach. Ein Abzeug für die Uni gemacht. Deshalb gibt es halt kein existierendes Seitenupdate. Ich habe die Mails geschrieben, das war's. Ja, gut. Gibt es morgen vielleicht? Schauen wir Wir mal. schauen mal. Also, ich hab einiges auf dem Zettel stehen. Sachen, die mindestens im Laufe dieser Woche folgen werden. Aber wir gehen kurz noch auf ein paar Sachen ein. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle so sagen dürfen. Haben wir den Wochenrückblick aber auch noch nicht fertig. Ne, wir Also haben jetzt Wochenblick, erstmal stimmt, noch, stimmt, ja. genau, prinzipiell wäre noch der Parteistammtisch von die Der, Partei gewesen, ja, aber da waren wir nicht. haben wir nicht. Da waren beide verhindert. Da waren wir Ich war jein. verhindert, ich hätte nicht gekonnt. Ich hätte prinzipiell gekonnt. Ja, gut. Aber ich weiß auch nicht. Das war auch nicht so, yo, da können alle hinkommen, sondern das war, ich weiß nicht, hätte man nochmal rückfragen müssen. Ja, Naja. das hätten wir bestimmt gekonnt. Also. Wo wir dann wieder waren, war dann am Samstag auf dem Nominierungsparteitag von der CDU. Na? Ich sage jetzt mal. Das ist aber aktualisiert. Das habe ich aktualisiert. Hast du aktualisiert? Ja, ohne die Daten vom Tobias zu bekommen.
Ich bin nämlich schlau, ich kann nämlich tippen. Smart. Man glaubt es Sehr kaum. schön. Ja. Ja, das war. Ich sag's mal so, wir wurden herzlichst empfangen, wir wurden fangen mal bewirtet. vornherein an. Wir wurden als Presse empfangen. Ja. Das ist immer. Also, das klingt das ist immer nett, richtig ja. blöd, aber das ist ein super positives Zeichen, wenn du. Da sind Mitglieder zugelassen. So Nichtmitglieder, glaube ich, haben da gar keinen Zutritt. Das heißt, so. Entweder du bist halt Presse oder du bist Mitglied. Ich bin kein CDU-Mitglied, Simon offensichtlich auch nicht. Sonst würde es auf der Website stehen, so, weil das Parteizugehörigkeit oh, will ich ja, jetzt öffentlich ja. machen. Von daher schwierig. Wir wurden als offizielle Presse begrüßt. Das ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe damit kein Problem. Ich fand die Namensnennung von mir im Nachhinein überflüssig. So, sagt doch einfach, dass jemand vom Portal, Newsportal da ist. Das ist halt völlig ausgereicht. Aber natürlich nett Publicity. Das kann natürlich, also das kann wirklich. Wirklich der vom 1., vom 19.1. sein. Also wir haben so ein paar Peaks, die wir uns nicht genau erklären können. Naja, egal. Es war sehr nett. Ich überlege jetzt gerade, ob ich. Ja, ich glaube, ich droppe das. Grundsätzlich war für die Mitglieder 10 Euro. Ja. Die Dingens. Wir haben nichts gezahlt. Zumindest hat uns niemand dazu aufgefordert. Also ich weiß ja. nicht, ob die Presse versorgt werden sollte. Oder ob oder die nette nicht. Dame das einfach vergessen hat, uns darauf hinzuweisen, dass wir also bitte 10 Euro zahlen sollen. Falls jetzt ein CDUler zuhört, der sich persönlich angegriffen fühlt, ja, bitte. Wir zahlen, bitte sagt es jemandem, der mit uns in Kontakt steht. Das ja, also ist, der liebe Bunk, der kann oder sich den Pressesprecher von euch. David irgendwie. Ja, ist prinzipiell egal, Hauptsache irgendwie weiterreichen, der mit ja. selbst oder mit uns Kontakt aufnehmen und sagen so, yo Jungs. Wir haben kein Problem damit, wir spenden der Partei gerne 10 Euro. Wir haben auch keine 10, also wir haben, ich habe gestern nur so mal nachgerechnet. Ich glaube, unser Betrag an Essen und Trinken beläuft sich auf genau 7,50 Euro. Rechnen zu zweit. Bin, zu zweit um den Dreh. Wir haben jetzt nicht viel gegessen, was können wir. Ja, stimmt, wir, also zusammen haben wir ungefähr einen Pfund Nudeln verdrückt. Na, nicht nee, mal. Nicht mal. Sagen wir mal 300 Gramm Nudeln verdrückt ja. mit ein bisschen Pesto und ein bisschen Hack dran. Ich glaube, genau, bei dir war nämlich Hack, ja. Ja, und wir haben auch nicht so viel Cola getrunken. Wir haben drei Colas noch getrunken, ja. so halb Liter Flaschen. Das war. Ja, es ist. Von mir aus waren es auch 10 Euro für jeden. Bin ich bereit zu zahlen. Ich ja, opfere also. Das gerne. Ich habe mir das aber auch. Also, das klingt jetzt blöd. Ich habe mir das überlegt. Wir müssen vielleicht eine Liste machen, was wir annehmen dürfen und was nicht. So grundsätzlich. Boah, das stimmt. Das könnte legitim irgendwann ein Thema sein. Ja. So, weil. Das ist jetzt der, das, also das ist jetzt der erste. Ich mache jetzt bewusst, dass das fast auch sehr der erste in Anführungszeichen Bestechungsversuch. So, ich meine klar, du willst die Presse bewirtet sehen. Das so ist jetzt was, wo ich sage, dass das war jetzt kein Drama, es würde auch nicht in meine Berichterstattung einfließen. Ich werde es positiv erwähnen, weil es positiv war für uns in dem Moment. Ja. So, es ist immer nett, eine Cola irgendwo zu bekommen. Ich überlege gerade, ob ich einen Kontrast aufmachen soll. Ich möchte aber eigentlich gar keinen Kontrast aufmachen. Aber wir müssen auf jeden Fall noch negativ anmerken, es gab kein Bier, liebe Leute. Das war. Wobei, er ging auch nicht so lang, wie wir festgestellt haben. Also, der eine soll in ja den sechs Stunden lang... gab es mehr als einen Moment, wo ich mir wirklich gerne Bier das glaube ich sofort. Was war, halt, also, wir müssen überlegen, wir sind morgens früh aufgestanden, wir waren um 9:30 da. Es ging bis um... 3:30? Ja. Ja, ich glaube, ich war um 5 wieder woanders. Also ich war irgendwann um kurz vor 5 daheim. Ja, ja genau. Gut. Ich muss ich auf jeden Fall auf 5 wieder bei meiner Familie. Also es war schon eine ordentliche Kiste. Das heißt, wir sprechen über diese Besprechungsgespräche nachher. Wir machen den erst noch fertig. Es war anstrengend. Und zwar nicht gerade ohne. Das klingt immer so nett, Parteitag. Aber was heißt das überhaupt? Das sind dann halt... Warte mal, diverse parteiinterne Abstimmungen. Ja, wo du nochmal abstimmst über die Listenkandidaten. Ja, das weiß ja jeder, aber ich nee, ich wusste es nicht. Du wusstest das nicht? Dass du nee, ich habe keine Ahnung, was meinst du, ob ich bei dem Scheiß hier mitmache? Ja, in der Hoffnung, dass ich vielleicht noch was lerne. Also, wir fangen mal an. Zuerst haben wir sexuelle Mappen bekommen. Also, die Mappen sind wirklich nice. So, oh ja, Props auf jeden Fall dafür. Sind hochgradig sexuell. Die sind wirklich nicht schlecht. Na, auf jeden Fall, am Anfang hast du halt die Öffnung, Begrüßung. Dann wird festgestellt, dass die Einladung fristgerecht und ordnungsgemäß war. Das weiß gar nicht, wie darf man davon sagen. Ich sage einfach keinen Namen dazu, wenn wir hier kommen. Dann wurde die Tagesordnung genehmigt. Wobei sich natürlich auch da wieder die Frage stellt, was wäre denn passiert bei den ersten zwei Punkten, wenn man gesagt hätte, Alter, nichts von beidem ist der Fall. Wir machen keine Tagesordnung hier und wir machen vor allem, wenn ich nicht fristgerecht einladen worden, ist das dann so ein Ding, wo praktisch jemand reinkommt, die Tür aufstößt, wie so ein wilden Westensalon und sagt, Stopp!
Moment! Ich wurde nicht eingeladen. Wie so die Tante, die man an Familienfeiern immer so ein bisschen außen vor gelassen hat, weil sie deinem Kind immer Süßigkeiten gibt. Da tritt er die Tür ein und rede, bong! Mit so einem Blitzen im Hintergrund. Stopp! Aber. Halt, stopp! Ich überlege gerade, welcher Film das ist, wo das passiert. Oder welches Buch. Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall, dann gibt es erstmal eine Wahl. Das ist Versammlungsleiter, Mitglied des Tagespräsidiums, Schriftführer, Mandatsprüfungskommission, Stimmzielkommission, Antragskommission. Die wird dann in einem Schnellverfahren gewählt. Das darf man, durfte man mit Karten machen, die man bekommen hat. Also ja. Wir nicht, offensichtlich nicht. Wir sind nämlich keine CDU-Mitglieder. Genau. Dann ging es. Dann wurde wiedergewählt, zwei Versammlungsteilnehmer zur Mitunterzeichnung der Niederschrift und dann zwei Vertrauenspersonen. So. Und das, diese sieben Punkte, nee, die ersten acht Punkte, da wurde genau, da ging es um das Aufstellungsverfahren, weil die haben diesmal ein anderes Aufstellungsverfahren benutzt. Und diese acht Punkte, die ersten acht Punkte, haben wir in 10 Minuten abgearbeitet gehabt. So. Und danach ging es halt los. So. Im Prinzip wurde dann zuerst so die ersten acht Kandidaten, glaube ich, abgestimmt. Ja, das war praktisch dann nur ein Ja-Nein-Ding, wenn ich mich nicht irre. Genau, da ging es halt hauptsächlich darum zu sagen, yo, möchten wir auf den ersten acht Plätzen haben oder möchten wir nicht haben? Und da hättest du challengen können, wenn ich das verstehe. Also nutze jetzt challengen, du hättest im Prinzip herausfordern können, so den deutschen Begriff zu nutzen. Du hättest sagen können, hey, Jungs, ich will auf Platz 1. Also ich jetzt nicht, bin kein CDU-Mitglied, aber du als CDU-Mitglied hättest das machen können. Dann ist es zu einer Kampfabstimmung gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Ist aber nicht passiert, deshalb wir wissen gar nicht, was gewesen wäre, wenn, aber ich glaube, so wäre das eigentlich. Ist eigentlich tatsächlich schade. Also ich hatte aber das Gefühl, dass das schon mal passiert ist. So, weil so wie er gefragt hat, ist das garantiert schon mal passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei kleinen Parteien das tatsächlich ein größeres Ding ist, weshalb die wahrscheinlich ihre Tage früher haben. So grundsätzlich. Also überlegt mal, stell mal vor, da hätte jetzt jemand noch gechallenged. So, dann hättest du beiden Kandidaten, sagen wir 5 Minuten Stimmrecht eingeräumt. Mhm. So, der eine Kandidat hat eine Rede vorbereitet, weil der nämlich herausfordert. Der andere hat es nämlich nicht gemacht, weil der nämlich nicht herausgefordert, dachte, dass er nicht herausgefordert wird. Und stell mal vor, dass wirklich von den 8 irgendwie 6 Stück gefochten werden, weil die ersten 8 Plätze sind ja wirklich wichtig. Ja gut. So. Und davon ausgeht, dass die ersten 13, weil der CDU das letzte Mal im Dingens waren. Selbst wenn die ein schlechtes Ergebnis haben, haben die immer noch 8 Stück drin oder so. Das ist halt heftig. So, stell dir mal vor, du hast halt damit halt drum gefightet. Also, ich glaube nicht, dass deine Erfolgschancen da so hoch sind, aber sie sind da. Auf jeden Fall, die wurden dann gewählt in einem relativ schnellen Verfahren. Da ging es aber halt schon darum, ja, nein, Enthaltung. Mhm. Ja, du musst mehr als 50% der Mitglieder müssen zustimmen, die anwesend sind. Oder die Stimme abgegeben haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Stimme abgegeben haben. War bei allen der Fall, gab also keine Probleme. Ja, im Normalfall mehr als 50% der abgegebenen Stimmen müssen. Ich glaube ja, ja. Ja. Und dann ging es los mit dem schwierigeren Teil, den Plätzen 9 bis 45. Da hat jeder Kandidat 2 Minuten bekommen, weil die durften sich halt vorstellen. So. Und die wurden dann gewählt nach Stimmen. Das heißt, du hast für jeden Kandidat auf der Liste 1 Stimme. Du darfst nicht mehr Stimmen als 1 vergeben pro Kandidat, aber im Prinzip machst du halt Abstufung. Das heißt, du sagst halt, okay, gut, dem gebe ich eine Stimme, dem gebe ich eine Stimme, dem gebe ich eine Stimme. Dann werden die ausgezählt. Und der mit den meisten Plätzen kommt halt nach vorne und der mit den wenigsten nach hinten, meisten Stimmen kommt nach vorne und der mit den wenigsten nach hinten. So. Das ist schon anstrengend genug, sage ich mal. Also allein die Zeit, die Leute reden. Halt, das ist halt auch so eine Schwarmsache, so. Ja, gut, ich meine, ich verstehe, dass du die Statements den Leuten gibst, so die Möglichkeit. Ja, klar. Musst also, du, glaube ich, ja, klar, auch, dass die Leute sich vorstellen, aber dieses um Plätze gerangelt. Ja. Vor allem, weil es halt sinnlos ist. Ja. Also, es ist legitim sinnlos. Wobei die Wahrscheinlichkeit natürlich, also du siehst, es gibt eine gute Rückmeldung darüber, wie du in deiner Partei stehst. So. Es gibt aber eine schlechte Rückmeldung darüber, wie hoch deine reellen Chancen sind, da wo mitzumachen oder nicht. Weil, ihr wisst es, wir haben es oft genug gesagt, wir können uns nur noch mal wiederholen. Es ist egal, welchen Platz ihr habt. Wenn ihr mehr Stimmen habt als die anderen Leute, dann kommt ihr in den Gemeinderat. Das Punkt. Ist halt echt so. So. Aber man will natürlich die ersten Kandidaten auf der Liste haben, weil das sind auch die ersten Namen, die man liest. Psychologischer Effekt, ganz klar. Ja, klar. So. Und dann, davor muss wichtig sein. Genau. Und dann wurden noch mal die Plätze 46 bis 48 in einer Wiedereinzelwahl gegeben. Auch die hättest du challengen können, wenn du gewollt hättest. Hat aber auch keiner gemacht.
Und dann wurden noch die Ersatzmänner gewählt für die Liste. Das war eigentlich auch, also war okay, so. Und dann war die Zeit, und dann gab es Stichwahlen, weil ein paar Wahlen gleich, also ein paar Stimmen waren gleich beim ersten Wahlgang von den vielen Plätzen. Und das war dann das, was wirklich anstrengend war. Und es war halt auch viel Zeit und halt auch wenig Sachen, Ja. die du tun kannst währenddessen, so. Du sitzt da als Reporter und denkst dir halt, wir haben Ja gut, also alles. bei dem einen hatten wir irgendwie 15 Minuten Wartezeiten, bis die Stimmzettel gedruckt waren. Dann brauchst du nochmal 10 Minuten, bis die durch sind und Das war schon so ewig. die. Oh. Das Mittagessen hat es entzerrt, glaube ich. Also das Mittagessen, das hat legitim viel auch ein bisschen die Anspannung rausgenommen. Weil das war, also, versteht mich nicht falsch, ich finde das auch nicht kacke, so dass es so abläuft. Es muss auch so ablaufen, so. Ich hätte mir jetzt auch spontan nichts eingefallen, wie du es wesentlich hättest schneller machen können. So, also, sie haben das echt gut gemacht. Aber es ist halt als Zuschauer sehr anstrengend, bei sowas Langwierigem dabei zu sein, halt auch aufmerksam zu bleiben. So. Bei den Reden waren ein paar interessante Sachen dabei, die werdet ihr online auch finden. Auch da erst, wenn ich fertig bin, weil ich möchte das natürlich in mündlicher Form, in schriftlicher Form so weit vorliegen haben wie möglich. Einfach damit man sie Warum sich durchlesen du kann. das machst, das verstehe ich auch nicht. Aus Prinzip. Ich finde es einfacher, als sich eine 2 Stunden Dingens anzuhören und Timestamps reinzuknallen. Das ist einfach ein Prinzipding. Ich meine, falls jetzt jemand zuhört, ihr könnt natürlich auch sagen, hey, wir wollen David, wir wollen die Original-Dinger und wir wollen Timestamps. So, das kann ich auch machen. Ist aber eine schwierigere Sache, weil da muss ich. Nee, ist nicht schwieriger, es ist halt dann so. Muss ich halt Ja. viel Zeug rausschneiden, was halt Leerlauf ist oder wo wir halt. Ja, wo man uns halt auf der Aufnahme eventuell hört oder sowas. Und das Klatschen, das ist halt eklig. Naja. Genau, das war dann unser letzte Veranstaltung dieser Woche, richtig? Ja. Genau, gehen wir auf die Klickzahl ein bisschen ein von letzter Woche. Ja, knapp 200 Klicks in der letzten Woche jetzt Was gemacht, waren, oder? warte, das ist unser letzter Wochentag, von da nach da. Das war unser letzter anzeigbarer Wochentag. Juicy. Also, wir haben 51 bestätigte Besucher, das heißt, mehr sind immer drin, weniger werden es aber nicht. Und es sind 307 Seitenaufrufe und 33% davon, Die Entschuldigung. mobile Seitenaufrufrate geht irgendwie immer höher. Ja, ich glaube, das ist halt Instagram so. Du hast Instagram, wie gesagt, nicht am PC offen. Das finde ich sowieso kacke. Instagram für PC ist auch kacke. Also ihr seht, Instagram für PC ist halt vor allem kaum existent, so. Das ist halt, du also kannst es halt nicht gibt, hochladen und so. du kannst halt nichts machen damit, so. Ja, ist Das ist useless. halt, Es ist useless. So sagst du tut halt das. weh. So, deshalb, das lief eigentlich relativ gut. Jetzt kommen wir zum Ausblick auf die nächste Woche. Wir fangen an mit heute Abend. Heute Abend ist die Verabschiedung des Kommunalkonzepts der Freien Wähler. Ich wäre hingegangen, wenn ich auf der Webseite irgendwo rausbekommen hätte, wo das ist. Da stand, wird veröffentlicht, wurde nicht veröffentlicht. Tut mir leid. Ja. Ich kann nochmal draufklicken. 37, aber Örtlichkeit wird noch bekannt gegeben. So, ich wäre hingegangen. Wie Ja, bereits gesagt. Alter. Veröffentlicht euer Zeug auf euren Webseiten. Oder Echt ich so. rufe euch an. Aber das macht mir keinen Spaß. Also am Donnerstag ist das politische Speeddating bei den Grünen. Da bin ich aber nicht dabei, da musst du mit Valentino hin. Okay. Haben wir schon abgesprochen Weiß ich gehabt. nicht. Hatten wir das? Ich meinte, ich hätte es dir schon gesagt. Okay. Du bist da also nicht da. Das heißt, das muss ich mir dann geben. Ja. Unter dem Motto Grün wirkt. Okay. Das ist im KW Palava. Das ist kostenlos. Ach, danke. Genau, und da gibt es kommunalpolitische Schwerpunkte aus allen Bereichen. Prozess und Arbeit des Gemeinderats, Bürgerbeteiligung, Kultur, Tierschutz, Soziales, Stadtplanung, Geschlechtergerechtigkeit, Stadtfinanzen, Gesundheit, Sport, Umwelt, Naturschutz, Verkehr, Migration, Bildung und Wirtschaft. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. 4 Themenrunden. In jeder Runde stellen die. Okay, und das ist interessant, okay. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es 4 Runden. 4 Runden mit Themen und in jeder Runde werden die Fachsprecherinnen ihre Arbeit vorstellen und dann anschließend die Möglichkeiten für Fragen, Anregungen und Diskussionen bieten. Das ist gar nicht so kacke. Um 20 Uhr im Café Palaver, falls da jemand hin möchte. Am Donnerstag. Ich werde da sein, Valentino eventuell auch. Offensichtlich Je dann. nachdem, wie es dem dann geht, am Freitag. Ja, am Also, Freitag ist die Bürgersprechstunde der Freien Wähler. genau. Das ist. Wir haben es als öffentliche Veranstaltung geführt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, man muss sich aber davor anmelden, dafür Ja gut, anmelden. wir sind angemeldet, wir Wir sind geben auf jeden angemeldet. Fall weiter, was wir da So besprechen und mitnehmen. so, Falls ne? ihr Fragen habt, was euch schon immer interessieren würde, die wir dem Herrn Jürgen Wenzel stellen wollen, Dann stellen vor Freitag bitte. ja, schicken. Schickt Kontaktbande, ihr kennt das. Ich habe das jetzt oft genug gesagt. Ihr müsst damit klarkommen. So, das ist, glaube ich, für diese Woche alles. Stadtverbandstreffen ist nämlich erst genau in der nächsten Woche. Okay, prima. Auch noch einen kurzen Ausblick. Das war jetzt unser erster kurzer Wochenausblick. So, diese Seite wird ein paar Aktualisierungen bekommen. Im Laufe der Woche kommt ein Kurzartikel zu der linken Veranstaltung, die wir hatten am 15.01. Dann gibt es noch einen langen Artikel zu dieser Veranstaltung. Das wird wahrscheinlich die wörtliche Rede sein. Des Weiteren gibt es unter vergangene Veranstaltungen eine SPD-Veranstaltung. Die ist noch nicht aktualisiert auf der Startseite, aber kommt nachher auch noch. Dann wird es zu der CDU, zum Nominierungsparteitag, wie ich ihn nenne, zur Nominierungsveranstaltung nenne ich ihn auch, auch einen kurzen Artikel und einen langen Artikel geben, eben da auch wieder mit der wörtlichen Rede. Ich werde den Veranstaltungskalender nochmal updaten, auch wenn ich den Großteil jetzt schon gemacht habe. Und dann, genau, hoffentlich kann ich mich dann endlich an die Kandidatenliste setzen, die wir machen wollten, weil bei der CDU haben wir jetzt ja zu jedem Kandidaten ein paar Statements. Und da auch die Möglichkeit, die wahrscheinlich einzubinden. Genau, das ist so, dass der Ausblick, den es geben wird, und dann wird natürlich die Startseite aktualisiert werden. Das ist klar, könnt ihr euch denken, wieso. Kommt viel Neues dazu. Dann wird das da geupdatet. So. Grundsätzlich, wir haben unser Social Media Game ein bisschen versucht zu perfektionieren. Es lief okay. Wir haben echt storytechnisch ein ganz nettes Storytelling gehabt, hatte ich so das Naja, Gefühl. also Ja. gerade die Instagram-Story am Samstag Die war war absolut on point. auf jeden Das Fall. hätte auch schlimmer laufen können. Genau. Wir haben ansonsten, wir stehen jetzt, glaube ich, tatsächlich mit allen Parteien schon mal Mailkontakt. Ah! Mit allen Parteien außer den Grünen hatten wir schon Mailkontakt oder telefonischen Kontakt. Wahlweise. Ich überlege gerade, wir haben tatsächlich mit einer Partei keinen schriftlichen Kontakt gehabt. Ich überlege gerade, wieso das so war. Ich glaube, die Freien Wähler waren das. Die habe ich übersehen. Da habe ich nur angerufen. Haben wir den nicht auch gemeldet? Nee, ich habe den nicht gemailt. Kennt das? Man muss manchmal beim Podcast auch einfach was nachgucken. Ich glaube, ich habe den Freien Wähler nämlich nicht gemailt. Also ich habe paar Parteien vergessen. Nö. Definitiv nicht. Alles klar. Ja. Ich erinnere mich auch nicht mehr, wieso. Es kann auch an deren Seite liegen. Also die. Es gibt ein paar Webseiten das müsst ihr so sehen. Falls euch die Webseiten der Parteien mal interessieren, so schaut gerne rein. Aber manche dieser Webseiten sind einfach nicht umgänglich. So, Ja. die wollen dich als Benutzer nicht. Das ist nicht deren Ziel. Die wollen eigentlich, dass du verschwindest. Und zwar so schnell wie möglich und so weit weg wie möglich. Zumindest sehen die Webseiten so aus. Ja, du findest Termine, also Termine sind inzwischen relativ übersichtlich, finde ich. Es gibt ein paar Seiten, bei denen ist es nicht so einfach. Oder beziehungsweise da gibt es halt nicht so viele Termine. Wollen wir die Parteien sagen, deren Webseite ich unübersichtlich finde? Ist ja unsere Meinung. Das Unsere Meinung. dürfen wir ja frei äußern. Also Freie Wähler, die Webseite von den Freien Wählern ist hart nervig. So. Das ist keine Website, Kinder. Wenn ich runterscrollen kann, bis zum Mond, ist das A Kacke. B. Wenn ich keinen Kontaktreiter habe, sondern nur ein Impressum, deshalb habe ich denen nicht geschrieben. Weil die keinen Kontaktreiter haben. Das war das. Ja, genau, genau. Stimmt, das habe ich angerufen, weil sie natürlich nur so ein Ding zu haben. Ich erinnere mich. Wer schreibt denn Ad mit D, wenn man es schon ausschreibt? Wo? Da. E-Mail-Adressen. Ad. Das ergänzt dein E-Mail-Programm automatisch als Ad. Auch mit AT. Also. Das ist tatsächlich relativ smart. Genau. Grundsätzlich sind wir so ein bisschen. Also, die Webseite fand ich jetzt nicht so prickelnd. Die von der FDP fand ich, glaube ich, auch nicht so prickelnd. Falls ich mich Ja, noch die war richtig auch nicht erinnere. so geil. Die von der FDP war auch nicht so prickelnd. Ey, Kinder. Wobei die Termine von denen nicht schlecht sind. Dass die Termine da an der Seite sind, das ist legitim sinnvoll. Aber teilt die doch besser ab oder so. Das sieht alles aus wie ein Ding. Ja, sind wir auch nicht so super zufrieden. Die CDU-Seite ist an sich zum Sehen immerhin angenehmer, falls wir da nochmal hingehen wollen.
Aber auch da nicht die Übersichtlichkeit, die ich mir wünschen würde von so einer Seite. Aber ansonsten gar nicht schlecht. So. Wie viel die CDU? Wir haben, glaube ich, wie war das bei der CDU? Wie viel sagen die? 270 anwesende Mitglieder. Ja, am Anfang, bei der ersten Zählung. Da Ja, kriegst du ziemlich das schnell war einen aber Haufen Leute arg wieder früh, ich wollte verpisst. gerade sagen. Also gegen Mittag waren es dann irgendwie nur noch knapp 200, irgendwas so 190 Ja, und das ist die dann irgendwie. Stimmenanzahl wurde auch geringer, das hast du auch Also gemerkt. ganz am Ende waren wir irgendwann bei 80 abgegebenen Stimmen noch. Haben 98 oder 90 oder so. Ja, Waren schon das. noch über 80, aber du hast recht. Ja, Wurde weniger. das war halt. Weiß ich nicht. Ja. Wir haben ansonsten. Haben wir noch, ach genau, wir reden nochmal über das Thema Bestechlichkeit. Also, Kinder. Ihr dürft uns natürlich spenden. Bestimmt. Also, falls ihr euch dafür Ja. interessiert, dann müsst ihr uns eine Mail schreiben. Ja. Ja, also falls ihr uns bestechen wollt, bitte hier, wir haben einen Kontaktreiter. Ja, wir haben auch einen PayPal-Link. Nee, Bitte Anliegen dazu wir schreiben haben keinen immer. PayPal-Link. Kein PayPal-Link rein. Ich glaube, den kriegt ihr, wenn ihr uns schreibt. Wenn jemand sagt, ich möchte dafür Geld spenden, dann glaube ich, schreibe ich den, aber ich glaube davon nicht. Ich will den nicht einfach online schalten auf die Seite. Da muss ich mir auch nochmal bei PayPal gucken, ob du dann, ob da ich ein anderes Konto brauchen. So. Das kann Ob denke das ich mir nicht sein, ja. legitim so ein Ding ist. Deshalb Boah. haben wir keinen Spendenreiter, keinen klassischen. Und wir reden jetzt natürlich ihr kennt das. Wir reden jetzt darüber, was wir von Parteien annehmen können und was nicht. Können wir kostenloses Essen oder Trinken annehmen von Ja, Parteien? können wir. Ja, es ist ein Ding. Also ich würde sagen, bis irgendwie zu einem, ich sag jetzt mal, Bis wohin sind wir bestechlich? Geschenk bis zu einem Bestechungswert von bis zu 15 Euro kann man sagen, solange wir drunter bleiben, ist okay, so pro Person. Ich würde sagen, wir gucken, was ist ein Wert, bei dem wir sagen, okay, gut, bis zu dem Zeitpunkt sind wir unbeeinflusst und ab dann nicht mehr. Das heißt, ab dann dürfen wir nichts mehr annehmen. Als Beispiel ein Auto, stell mal vor, ihr würdet jetzt, keine Ahnung, wir machen jetzt ein fiktives Beispiel, liebe Zuhörer, fiktiv, das ist nicht real. Ich nehme deshalb auch eine Partei, die sich das nicht leisten kann. Das ist jetzt gemein, wenn ich das sage, gell? Ich nehme jetzt eine Partei, die das niemals machen würde. So, ich nehme mal für Karlsruhe. So, das würden Auch die nicht machen. Die realistisch. würden das, glaube ich, nicht. Die würden uns kein Auto schenken. So, nehmen wir an, die würden sagen, Jungs, ihr kriegt ein Auto von uns, wenn ihr über uns positiv berichtet. Das macht keine Partei in Karlsruhe, aber es ist ein fiktives Beispiel. Wenn wir sagen, nein. Warum? Du würdest sagen, Natürlich würde ich sagen, nein, weil das wäre das Ding, wo ich positiv würde anfangen würde, mit der Partei zu berichten, weil sie mir das gegeben haben. So. ja, das ist Das halt, beeinflusst weiß mich zu nicht. hart. So. Kannst halt legitim sagen, yo, nehme ich und dann im Blog-Vlog-Bereich über sie positiv berichten, weil das ist deine Meinung und das ist klar so disclaimed. Da muss ich als Aber Werbung du wärst. disclaimen. Das ist ja Bestechung. So wie eine Firma dich bezahlt für ihre Meinung. So, das musst du Ist übel als dumm. Werbung kennzeichnen. Also zu Recht. So. Weil ob jetzt eine Firma mir, keine Ahnung, Ikea, ob die mir jetzt Möbel spendieren und ich dann es nicht als Werbung schreibe, obwohl die mir die Möbel geschenkt haben, was ja Werbung ist. So, ich kriege ein Produkt kostenlos von einer Firma, ist immer Werbung. Ob das jetzt eine Sachleistung ist oder eine Geldleistung, ist eigentlich egal. Wir gehen bis zu dem Wert, ich würde sagen, 15 Euro ist ein Ja, guter Wert. 15 Euro ist ein guter Wert, 15 Euro ist ein ja. guter Wert. Wo wir sagen, okay, alles drüber wird bei Parteien schwierig. Wir versuchen das auch so offen und ehrlich mit euch zu kommunizieren. Deshalb machen wir den Podcast, weil es uns da auch um Transparenz geht. So. Ja. Wir finden das, also so an die Leute, die von der CDU sind oder die sich jetzt entweder bei uns beschweren werden oder halt nicht. Wir finden das nett. So, keine Frage. Das ist auch im annehmbaren Bereich und da komme ich mir auch nicht komisch bei vor. So. Aber bei mehr würde ich mir komisch vorkommen. Grundsätzlich, glaube ich. Ja. Wir schätzen es, wenn man uns hilft. Wir schätzen auch Zugang. Wir schätzen auch Trinken, Essen. Ich zahle aber auch gern für mein Trinken oder mein Essen. Ich schätze aber trotzdem offenen Zugang. Das ist mir viel mehr wert. Also die Freundlichkeit, mit der wir begrüßt wurden, war mir jetzt persönlich viel mehr wert als auf dem Auf Event, jeden Fall, als das war die drei Cola, die wir hatten. 10 von So. 10. Ja. Deshalb auch im Blick auf kommende Veranstaltungen.
Ja, wir sind bestechlich. Jeder Mensch, der sagt, ich bin nicht bestechlich, lügt in die eigene Tasche. So. Wortwörtlich in die eigene Ja, Tasche. aber deshalb nehmen wir irgendwann das nicht mehr an. So, wenn ihr jetzt Privatleute seid und uns zuhört und sagt, ich will euch unbedingt was spenden, was halt legitim Blödsinn ist, aktuell, so. Ja, klar. Also, Aber für den Fall, dass das jetzt im Nachhinein jemand hört, der sagt, ich will euch unbedingt irgendwie dafür spenden, jo, schreibt uns im Kontaktdingens, aber erwartet nicht, dass wir eine Gegenleistung dafür machen. So, don't do it. Ich berichte nicht über eine Veranstaltung, wenn ich dafür Geld kriege. vielleicht kann man sagen, okay, wenn uns tatsächlich jemand spendet, dann machen wir irgendwo, was weiß ich, in irgendeinem Infobereich von der Seite, Verlinken wir das. führen wir unten noch auf, so, yo, Eine hier, Spender, Spenderliste. Jo, Spender. Spender, das die das könnte man Projekt machen. unterstützt haben, wo man sagen kann, so, Genau. yo, ihr habt halt, Ohne Gegenleistung. Das ist ja. wichtig. Wenn ihr eine Gegenleistung dafür wollt, dann tschüss. Ja, So. ich sag's jetzt mal so und so. Im Prinzip, wir opfern unsere Zeit für das Projekt, wenn da jemand anders Geld rein investiert, das ist, weiß ich nicht, Angenehm. auf jeden Fall angenehm und das ist halt, unterstützt das Projekt fast genauso direkt. Ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht um Spenden betteln, sondern wir wollen gerade nur fiktiv erläutern, was passiert, wenn was passiert, weil wir sehen, die Website wird doch gut angenommen für den ersten Monat, mehr Auf als jeden wir Fall. erwartet haben, wenn ich ehrlich Also wenn sein man soll. bis zum Ende vom Monat kommen wir auf jeden Fall über die 1000 Klicks. Glaubst du? Doch, stimmt, könnte sein. Ja, also wir sind jetzt bei Ja. 600 so. Ja, stimmt, ist realistisch. Also Deshalb. sind noch 9 Tage. Das ist Ja, das sind noch 10 Tage, mein Sohn. zehn Das ist Tage. der Januar, ist der 131 Tage. Das kann ich mir merken. Oder Jetzt Februar. muss ich ein bisschen. Der Februar hat weniger. Da müssen wir uns Sheesh. ranhalten. Nee, also das ist auch so was, was wir positiv vermerken. Wir versuchen unser Social Media Game on point zu bringen in den nächsten Wochen. Und dann möglichst auch, also das wisst ihr natürlich nicht, habe ich nämlich nicht vorgelesen. Wir versuchen eine Fragenliste zu erstellen. Jo. Deshalb, wenn ihr Bock habt, irgendwas Spezielles wissen wollt von irgendeiner Partei oder deren Leuten, nein, 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 danke, von deren Leuten, dann ja, sagt es einfach, gibt es einfach so durch, dann gucken wir, dass wir das als Frage stellen können. Ob das Jo. beantwortet wird, es steht in den Sternen, Kinder. Genau, wir stehen mit den meisten Parteien in Kontakt und wir hoffen, dass euch der Teil des Podcasts gefallen hat. Ich glaube, hast du noch irgendwas? Nö, das weiß nicht. Wir haben alles relevant gesagt. Wir haben die Veranstaltung aufgeführt. Wir haben das Thema Bestechung mal angesprochen. Ne? Ja. Natürlich immer Immer. willkommen, nicht immer vergolten. Es ist halt ein Meme, dass wir das ansprechen müssen, aber ich fühle mich dazu berufen, weil ich gemerkt habe, dass es bei der CDU halt so aus dem Nichts rauslief. Ich muss mir gerade schon vorstellen, hört sich ja so ein Podcast an. Ne? Der Seufert, ne? Das ist schon so ein kleiner arroganter Arsch, der sich für sonst wie einflussreich hält. Jetzt, Alles klar. du musst halt überlegen, so, bei den Linken, also bei der Veranstaltung der Linken haben wir unser Trinken selbst gezahlt. Das war überhaupt kein Problem, Jo. das ist überhaupt kein Thema. So, und du kommst halt bei der CDU rein und die behandeln dich halt instant, als wärst du was weiß ich was. So. Du musst überlegen, wir haben die gleiche Behandlung bekommen, wahrscheinlich wie die Reporterin von der BNN, die einfach eine, weiß ich nicht, 40, 50, 60.000 Auflagen Zeitung hat. So. Ja, gut, kann man natürlich machen. Ist super angenehm für uns. Fühlt sich aber insane komisch an. Jeden Eine Fall. Zeitung, die jede Wenn Woche sie. erscheint und regelmäßig updatet und dann den gleichen. Ich meine, ja, es ist angenehm so. Aber es ist halt. Keine Ahnung, deshalb finde ich auch wichtig, dass man darüber halt auch spricht. So, weil, wenn wir halt sagen, yo, wir nehmen gar nichts, ist natürlich nicht kacke, aber ich glaube, es gibt halt eine Grenze und die wollen wir halt, und da wollen wir uns halt halten, so. Na gut, ich sag jetzt mal, gerade am Samstag wären wir halt auch echt aufgeschmissen gewesen, wenn die uns da nichts zu trinken angeboten hätten. Wo ich halt sagen muss, so, yo, also. Gut, ich hätte Geld dabei gehabt, so ist nicht. Also ja, ich hatte auch Geld dabei, so, aber ich weiß ja nicht, wie das. Ja, Also du ich hast hatte halt, natürlich ich. recht. Ja, aber also grundsätzlich, ihr seht den Punkt, den wir machen wollen. Und ihr seht den Grund, warum wir drüber reden. Ist halt auch genau, um das eben offen zu kommunizieren. Das Wort habe ich jetzt auch mehr als einmal benutzt. Ne? Genau. Wir sind bei ein paar Parteien dran. Es gibt nämlich teilweise Gründe, dass die Parteien keine Listen haben. Zumindest noch nicht. Ja, stimmt, das war jetzt gerade die Woche großes Thema. Ja.
Aber darüber dürfen wir mit euch noch nicht reden, weil ich habe nämlich das Okay noch nicht von dem Vertreter dieser Partei, um das zu sagen. Deshalb sagen wir das erst, wenn wir es sagen dürfen. Ja. Und jetzt würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Letzte Worte, Simon. Nein, heute nichts Inspirierendes von mir, nur Tschüss. Tschüss.